Was geht, Leute, und herzlich willkommen zurück zu unserer Karriere hier in F1 2016. Wir sind heute beim drittletzten Rennen der vierten Saison, und zwar beim Großen Preis von Mexiko. Und ich würde sagen, bevor wir so richtig loslegen, werfen wir erstmal einen Blick auf den Laptop, um zu gucken, ob irgendwelche Teams geupgradet haben. Tatsächlich nicht. Okay, das kommt nicht so oft vor, dass es ein Rennen ganz ohne Upgrades gibt für alle Teams, aber vielleicht sparen manche auch schon Ressourcenpunkte für die nächste Saison, falls das die KI überhaupt macht, ich weiß es gar nicht. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum Qualifying, mal gucken, was hier so drin ist in Mexiko. Es sollte eine ganz gute Strecke sein für unser Auto, schätze ich mal. Also ja, ich mache mir schon Hoffnung, dass wir hier vielleicht gute Punkte holen können. Und jetzt im Qualifying, ich weiß nicht, wenn wir in Q2 kommen könnten, wäre das ganz cool. Legen wir los. Okay, hier sind wir jetzt also in der Garage in Q1, und wie ihr sehen könnt, haben wir starken Regen zu Beginn dieser Session hier. Das ist nicht gut. Soll es im Verlauf des Qualifyings jetzt trockener werden oder nicht? Mal gucken. Ja, in 15 Minuten soll der Regen ein bisschen leichter werden. Okay, dann spulen wir einfach mal ganz bis zum Ende der Session vor und können dann hoffentlich auf Intermediates rausfahren. Okay, wir werden jetzt Zeit für ziemlich genau eine Runde haben. Und wenn die Intermediates nicht funktionieren, dann haben wir ein Problem, weil dann würden wir letzter starten. Oh nein, es sieht nicht gut aus. Wir sind 2 Sekunden hinter Magnussen. Oh Leute, haben wir uns hier verpokert? Hab ich mich hier verpokert, besser gesagt? Ich weiß es nicht. Letzte Kurve, oder letzte richtige Kurve zumindest. Mal gucken. Wir werden keine Zeit mehr für noch eine Session haben. Die Zeit ist genau jetzt abgelaufen, mehr oder weniger. Reicht es? Nein, es reicht nicht. Fuck, ich bin so scheiße. Was zur Hölle? Markus Eriksson ist auf den Intermediates gefahren. Und er war, wie viel schneller als wir? 3 Sekunden schneller. Okay, das heißt, wahrscheinlich, wenn wir ein bisschen später noch rausgefahren wären, dann wäre die Strecke vielleicht bereit gewesen für Intermediates. Weil Eriksson hat es gezeigt, man kann damit eine Bestzeit fahren. Hier, im Vergleich zu den Leuten auf den Regenreifen. Scheiße, Mann. Wenn wir ein bisschen später noch rausgefahren wären, dann hätte das echt locker geklappt mit Q2, glaube ich. Aber so, leider nicht. Wir waren ungefähr halt genauso schnell wie die Leute auf Regenreifen. Sogar ein bisschen langsamer noch. Also die Strecke war noch nicht ganz bereit für diese Intermediates. Und das ist echt kacke. Das ist mega ärgerlich, weil Platz 22 hier in Mexiko, das ist nicht so gut. Ich glaube, in der letzten Saison sind wir hier auch schon letzter gestartet, ne? Also das scheint keine gute Strecke für mich zu sein, was das Qualifying angeht. Aber naja, ich wollte was riskieren halt. Es hätte klappen können, aber es hat nicht geklappt. Okay, Ressourcenpunkte, bitte gebt mir gar nichts. 29, ja, das ist mehr oder weniger gar nichts in der Rivalität. Ja gut, da haben wir so gut wie verloren. Das ist aber auch klar gegen so einen Rivalen wie Kimi. In der Fahrerposition fallen wir jetzt auch ein bisschen zurück, wahrscheinlich genau. Aber das ist immer noch voll okay. Und ich denke auch, dass wir im Rennen noch gute Chancen haben. Ich meine, Platz 22 ist jetzt kein Weltuntergang. Im Rennen kann man immer noch viele Plätze gut machen. Und ja, ich denke, dass wir auf jeden Fall immer noch die Chance auf Punkte haben. Mit einer guten Strategie und vielleicht mit ein bisschen Glück, wenn es irgendwie Safety Cars gibt oder so. Mal gucken. Ich würde sagen, wir gehen direkt in die Startaufstellung hier in Mexiko und mal sehen, was so drin ist. Okay, hier sind wir also. Wir werfen wie immer erstmal einen Blick auf die Rennstrategie. Das ist eine 2-Stop ganz easy mit den Supersofts jetzt am Anfang und dann zweimal den Softs. Ich würde das aber gerne ein bisschen umstellen. Okay, irgendwie so werden wir das machen. Auf jeden Fall gehen wir im Mittelstint auf die Supersofts und nicht im ersten Stint. Vielleicht machen wir das auch irgendwie ganz anders und gehen dann auf die Mediums, je nachdem wie gut oder schlecht der Reifenverschleiß halt ist. Ja, ich denke, es könnte theoretisch auch eine 1-Stop-Strategie drin sein, wenn man, wie gesagt, keinen allzu hohen Reifenverschleiß hat. Das Benzin, naja, so viel mehr müssen wir, glaube ich, gar nicht mitnehmen. Und dann gehen wir direkt an den Start hier beim drittletzten Rennen in dieser Saison. Und wie gesagt, vielleicht sind Punkte drin. Mal gucken. Da kommen die 5 roten Lichter und es geht los hier beim Großen Preis von Mexiko. Das war kein guter Start. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das so schnell hier losgeht. Aber das ist auch gar nicht mal so schlecht. Ich will nämlich eher vorsichtig in die erste Kurve reingehen, weil dort ist es meistens sehr chaotisch, so wie ich die KI kenne. Wir gehen auch hier relativ, nein, wir gehen nicht da außen. Komm, wir ballern hier einfach rein, so gut wie es geht, weil hier kann man richtig viele Plätze wahrscheinlich direkt am Anfang gut machen. Was geht hier ab, Leute? Wir sind auf Platz 7. Okay, also ich meine, ich hatte, warte, gucken wir uns das nochmal aus der Onboard an. Aber ich meine, ich hatte keine andere Wahl, als da übers Gras zu fahren. Weil die stehen hier alle, ich muss ja da aufs, ich kann ja nicht einfach auf der Strecke stehen bleiben. Wir müssen da vorbei. Und ja, das Spiel hat uns auch nichts gesagt, von wegen, dass es irgendwie ein unerlaubtes Manöver war. Das waren irgendwie 15 Plätze jetzt in einer Kurve. What the fuck? Und mal gucken, was hier passiert ist. Pascal Wehrlein wollte hier an Vettel vorbeigehen. Der lässt ihm überhaupt keinen Platz. Und dann, ja, dann blockiert Wehrlein irgendwie die alle hier. Und wir mussten da eigentlich ausweichen. Und ja, es war ein bisschen Glück, aber wir sind vor auf dem 7. Platz. Alter, Wehrlein! Wieso hat er so früh gebremst? Das hat mich richtig erschrocken gerade. Das hätte tödlich enden können. Aber zum Glück konnte ich nochmal rechtzeitig reagieren. Da kommt Hamilton jetzt mit DRS und auch
Button. Na, das könnte ein bisschen unlustig für uns werden, weil wir haben keinen DRS auf Vettel gehabt. Der war schon viel zu weit weg. Können wir nochmal vorne bleiben? Da außen ist jetzt Hamilton. Ah, und er hat die Innenseite für diese kleine Schikane hier. Aber wir können es über außen nochmal irgendwie verteidigen. Ah, da kommt Button jetzt über außen mit der S. Können wir nochmal was gegen ihn machen? Na, nicht wirklich. Wir hängen uns aber mal in seinen Windschatten und versuchen hier wieder innen zurückzukommen. Ja, wir haben auf jeden Fall später gebremst und bleiben nochmal vorne. Sehr gut. Da kommt Button allerdings wieder auf der zweiten DRS gerade. Versucht es über außen in die Kurve hinein. Oh, und ich habe viel zu früh gebremst. Okay, das war schlecht. Da kommt Hamilton mit DRS. Wir verteidigen einfach mal die Innenseite in die erste Kurve gleich. Mal gucken. Ist er schnell genug, um schon auf der Gerade vorbeizukommen? Nein, nicht ganz. Wir sind noch nebeneinander. Jetzt später bremsen hoffentlich als Hamilton. Er lässt uns hier außen den Platz. Jetzt haben wir die Innenseite für den zweiten Teil der Schikane. Hamilton kommt sehr weit raus. Und dadurch bleiben wir nochmal vorne. Da kommt er wieder mit der S. Diesmal verteidigen wir einfach mal außen. Okay, das war gerade komisch. Okay, Runde 7. Die ganzen Leute, oder zumindest ein paar von den Leuten, die auf Supersofts gestartet sind, gehen jetzt an die Box. Dadurch sind wir auf dem vierten Platz. Da kommt allerdings jetzt Hamilton mit der S und Rosberg auch. Ja, okay, und da kann man nicht viel machen. Ich frage mich eh, wie wir das geschafft haben, dass wir so lange hier vor denen geblieben sind. Aber mal gucken, vielleicht können wir Rosberg immerhin nochmal ein bisschen hinter uns halten. Jetzt über außen. Wir haben die Innenseite für den zweiten Teil dieser kleinen Schikane und das ist immerhin Platz 5. Okay, eine Runde später, jetzt stoppen auch die restlichen, die auf Supersofts gestartet sind, außer Rosberg, komischerweise. Und Haryanto kommt fast vor uns aus der Box. Es war ein bisschen eng gerade mit ihm, aber es ist alles nochmal gut gegangen. Da kommt Rosberg mit DRS, da hatten wir kaum eine Chance gerade. Und okay, wir sind auf dem zweiten Platz zwischenzeitlich. Oh, Haryanto macht das Rennen seines Lebens. Er führt hier und zwar mit einem ordentlichen Vorsprung sogar vor den ganzen anderen. Und das, obwohl der Männer, glaube ich, gar nicht mal so stark ist. Ich glaube, die sind nur das viertbeste Team eigentlich, also... Ja, das ist eine starke Leistung von ihm. Oh, das war gerade ein bisschen knapp. Da haben wir uns fast weggedreht. Da kommt Haryanto jetzt über außen. Rad an Rad hier im Eingang ins Stadion. Er ist vorne. Können wir hier nochmal innen reingehen? Ja, mehr oder weniger. So ein kleiner Switchback jetzt vielleicht. Ja, das hat sogar geklappt. Und okay, wir sind vorne. Wer hat jetzt DRS bekommen? Ich hoffe mal, dass wir das waren. Weil wenn er DRS hat, dann wird das gleich nicht lustig auf der Gerade. Rosberg geht jetzt auch an die Box. Eine Runde später als sein Teamkollege. Und okay, wir haben DRS, aber wir haben auch so gut wie alle hinter uns und die haben auch DRS. Also, ja, das könnte ein bisschen unlustig werden. Alonso hat keinen Topspeed im Vergleich zu den ganzen anderen. Mal gucken, wer kann hier vorne bleiben? Das war ein bisschen sehr spät gebremst. Aber ich glaube, wir gewinnen dieses kleine Battle hier. Sehr gut. Ich bin mir auch nicht so sicher, was wir mit der Strategie machen, weil die Reifen sind schon ziemlich abgenutzt. Also, es kann sein, dass wir im nächsten Stint einfach auf die Mediums gehen, um sicher zu sein, dass wir keinen Reifenplatzer bekommen oder so, weil das wäre echt ärgerlich. Da kommt Alonso jetzt innen vorbei und er hat uns auch, okay. Das macht eh natürlich eigentlich keinen Sinn, so hart mit denen zu battlen, weil die werden eh vor uns sein, wenn wir dann unseren Stop machen. Aber es ist trotzdem cool, dass wir so halbwegs mithalten können mit den ganzen Top-Fahrern hier. Und da kommt Haryanto jetzt auch. Wir haben sogar DRS bekommen auf Alonso, aber das wird uns nicht allzu viel bringen. Obwohl, wir kommen ganz nice ran, aber jetzt sind wir hier so ein bisschen eingesperrt außen. Mal gucken. Können wir vor Haryanto bleiben, immerhin. Wir zerstören ihm gerade komplett sein Rennen eigentlich, ne? Aber okay, wir konnten vor ihm bleiben. Alonso hat uns... Wir kommen jetzt, glaube ich, auch diese Runde an die Box, oder? Ne, noch zwei müssen wir machen, oder? Das ist nicht mehr lustig mit diesen Reifen hier. Die sind schon fast bei 60% hinten. Wir verlieren richtig viel Zeit gerade auf denen. Wisst ihr was? Ich glaube, wir machen es einfach so, dass wir jetzt auf die Mediums gehen. Und dafür stoppen wir einfach jetzt schon zwei Runden früher als geplant. Weil das macht keinen Sinn, auf so toten Reifen hier zu fahren. Boah, sehr guter Stop von unseren Jungs. 1,9 Sekunden. Mal gucken, wo uns das... Ja, wo wir rauskommen werden. Auf Platz 15, wenn alles gut läuft. Mal gucken, da hinten kommt Gutierrez noch. Er könnte uns theoretisch ein bisschen gefährlich werden, oder? Nee, auf keinen Fall. Okay, Platz 15. So, Runde 14, da gehen noch einige an die Box. Das wird uns ein paar Positionen nach vorne bringen. Und zwar auf Platz 11 sogar, okay. So, Bottas, der jetzt vor uns was stoppt, auch noch. Das bringt uns immerhin in die Punkte. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Oh, wir haben Magnussen hinter uns auf Supersofts, okay. Er hat kein gutes Rennen und für ihn geht es ja jetzt schon um die WM. Ich weiß nicht, kann in diesem Rennen schon jemand die WM gewinnen? Ich glaube ja. Ich glaube, Button könnte theoretisch Weltmeister werden, wenn er gewinnt und die anderen komplett verkacken. Aber momentan führt Button, glaube ich, nicht. Also von daher...
Ja, wird das erst im nächsten Rennen oder in Abu Dhabi sogar erst passieren. Oh, da kommt Wehrlein jetzt im Windschatten. Er ist der Erste, mit dem wir was zu tun haben seit ein paar Runden. Jetzt ist in der letzten Zeit nicht so viel passiert in diesem Rennen. Seit wir unseren Stop gemacht haben, eigentlich mehr oder weniger. Können wir nochmal vor Wehrlein bleiben? Er wird natürlich deutlich schneller sein, weil er auf den besseren Reifen ist. Aber mal gucken, vielleicht können wir ihn trotzdem ein bisschen ärgern, sag ich mal. Da kommt Wehrlein jetzt. Warum zur Hölle haben wir DRS? Oh, da kommt noch einer der Force Indias reingeballert, Hülkenberg. Das sah gerade ein bisschen lustig aus. Da war, glaube ich, auch noch irgendjemand an der Box. In der Zwischenzeit können wir vor den allen bleiben. Das wird nicht leicht. Warum zur Hölle haben wir DRS? Das verstehe ich gerade echt nicht, weil Wehrlein war die ganze Zeit hinter uns. Aber ist okay. Ich nehme das gerne an. Wir sind auf dem 9. Platz und tatsächlich konnten wir die alle hinter uns halten. Das ist sehr gut. Da kommt Nico Hülkenberg jetzt mit DRS. Und da konnten wir nicht so viel machen gerade. Wir hängen uns aber einfach mal in seinen Windschatten. Ich kann nicht mehr reden. Mal gucken, ob wir da jetzt in der ersten Kurve was machen können. Oh, Hülkenberg verbremst sich hier richtig hart. Okay, das sah gerade seltsam aus. Er konnte vorne bleiben. Ich glaube, er wird leider auch nochmal DRS bekommen. Weil hier gibt es leider immer nur einen DRS-Messpunkt. Das finde ich ein bisschen scheiße, weil das sind beides relativ lange Geraden. Da könnte man schon zwei Messpunkte machen, finde ich. Aber ja, es gibt nur einen und dadurch ist er vor uns. Da kommt Bottas und Verstappen sogar auch. Wir haben DRS bekommen auf... Wer war das da vor uns? Hülkenberg, aber... Das hat uns hier vor Bottas auch nicht wirklich retten können. Mal gucken, ob wir innen vorbeikommen können in der ersten Kurve. Wir werden das jetzt über außen machen müssen. Aber da lässt einem die KI immer sehr viel Platz. Und das ist eigentlich mehr oder weniger einfach, da außen vorbeizukommen. Verstappen und Bottas kollidieren. Okay, ich hoffe, das war nicht unsere Schuld. So, Onboard mit Bottas. Da kommen wir jetzt gleich innen vorbei. Also nicht innen vorbei, wir waren so neben ihm. Da sind wir jetzt außen. Das war alles, denke ich, fair. Dann fährt Bottas sehr weit raus. Und Verstappen ballert ihm einfach rein. Was? Das ist ein bisschen komisch. Da ist irgendjemand jetzt an der Box. Nico Hülkenberg war das und auch Magnussen, der hinter uns war, geht an die Box. Wir stoppen jetzt in dieser Runde, gehen dann auf die Superstops. Mal gucken, was da noch so drin ist. Also, ich bin mir nicht so sicher, ob wir in den Punkten sein werden, wenn wir stoppen. Ich glaube leider nicht, weil wir haben ein paar sehr, sehr schnelle Autos hinter uns. Das könnte echt kritisch werden im letzten Stint gleich. Der Reifenverschleiß ist hier unfassbar hoch auf dieser Strecke. Also, ich habe keine Ahnung, wie man die Strategie durchziehen soll, die einem vom Spiel vorgeschlagen wurde, sag ich mal, dass man zweimal auf Softs geht und auf Supersofts, dann das ist fast nicht möglich, sag ich mal, außer man ist irgendwie ein Gott im Reifenschonen. So, letzter Stop in diesem Rennen, rechtzeitig bremsen und mal gucken, ich glaube, wir werden außerhalb der Punkte sein. Das wird dann auch schwer, da nochmal reinzukommen, weil wir haben, wie schon erwähnt, sehr, sehr schnelle Autos dann vor uns, also ja, das sieht, glaube ich, nicht so gut aus. Okay, 2,9 Sekunden Stop, das ist ganz gut, aber ja, wie schon erwartet, kommen wir außerhalb der Punkte raus und wir haben jetzt zum Beispiel Magnussen vor uns auf denselben Reifen. Da kommt unser Teamkollege sogar. Wird das knapp mit ihm? Na, zum Glück nicht, aber mit Punkten wird das hier sehr, sehr schwierig. Ich muss sagen, das Rennen war irgendwie nicht so spannend. Also wir hatten vor allem im ersten Stint relativ viel Action mit den ganzen Top-Leuten, wo wir relativ weit vorne waren. Aber dann ist irgendwie kaum noch was passiert. Jetzt könnte es nochmal ein bisschen interessant werden mit unserem Teamkollegen, weil er ist auf jeden Fall... Ja, auf einer ähnlichen Pace wie wir, sag ich mal. Das war kein richtiger deutscher Satz, aber ist okay. Mal gucken, vielleicht können wir immerhin ihn schlagen. Dann wäre das so ein Halberfolg in diesem Rennen hier. Da kommt er jetzt mit DRS. Aber diesen Kampf gebe ich nicht so leicht auf Quert. Das kannst du vergessen. Also immerhin seinen Teamkollegen will man ja immer schlagen. Und wir haben auf jeden Fall eine gute Chance dazu hier, schätze ich mal. Innen vorbei. Wieder in der ersten Kurve. Wir müssen ihm da innen noch den Platz lassen, aber... Wir bleiben vorne. Ja, Quert, Nummer 2 Fahrer, ne? Da musst du dich dran gewöhnen, dass wir vor dir sind. Also ich meine, das kennt er ja schon. Quert war echt einer der schlechtesten Teamkollegen aller Zeiten, mehr oder weniger, wenn man sich das mal so vor Augen hält, was der so geleistet hat. Da kommt er jetzt aber nochmal über außen. Jetzt vielleicht innen vorbei. Ja, okay, wir können nochmal vorne bleiben. Ja, was ich sagen wollte, wir haben, glaube ich, irgendwie 80 Punkte geholt in dieser Saison oder sogar mehr. Und Quert hat, glaube ich, nur in 2 Rennen bisher gepunktet, wenn ich mir da... Wenn ich das richtig im Kopf habe. Also, ja, das war schon sehr, sehr schwach von ihm. Generell sind die Teamkollegen in diesem Spiel meistens nicht so stark, ne? Wir hatten in der ersten Saison einen sehr, sehr starken Teamkollegen mit Vettel damals bei Ferrari. Da hatten wir so einen WM-Kampf gegen ihn. Aber sonst, ich weiß nicht, in der Saison mit Renault zum Beispiel, wo wir Weltmeister geworden sind, war Markus ein 9., glaube ich, in der WM. Jetzt hier mit Kwiat auch. Also das ist ein bisschen schade, dass die Teamkollegen meistens sehr, sehr schwach sind. Das war komplett scheiße jetzt hier in der letzten Kurve, weil ich mich irgendwie mehr aufs Reden konzentriert habe. Aber... mal gucken, er wird auf jeden Fall DRS haben, kommt da jetzt vorbei, das war nicht gut, dieser Fehler war jetzt unnötig. Wir hängen uns aber mal in seinen Windschatten und versuchen hier innen wieder reinzugehen, in die erste Kurve hinein, er lässt uns den Platz,
Jetzt über außen und... Okay, diesen Move haben wir schon sehr, sehr oft gemacht in diesem Rennen, aber er klappt immer wieder. Und ja, wir sind auf dem 13. Platz immerhin. Das ist gar nicht mal so schlecht, wenn man bedenkt, dass wir letzter gestartet sind. Aber nach dem Start dachte ich ehrlich gesagt, dass mehr drin ist. Da kommt Kwiat jetzt wieder. Hier in diesem langsamen Teil der Strecke. Das ist immer ganz cool. Hier kann man ganz, ganz nice Battles haben, sag ich mal. Da ist er jetzt immer noch innen, aber wir sollten theoretisch den besseren Ausgang bekommen. Und wir haben auf jeden Fall jetzt auch die Innenseite für diese Kurve hier. Also müsste das reichen, um vorne zu bleiben. Ich glaube, da war eine leichte Berührung, aber wir haben ihn. Oh nein, da kommt irgendein Renault an hinter Kwiat. Also wenn wir hier so weiter battlen, dann könnten wir... Ja, dann werden wir beide wahrscheinlich diese Position an den Renault verlieren. Also Kwiat und wir, sage ich mal. Da kommt er jetzt allerdings wieder. Das ist immer ärgerlich, wenn jemand hier DRS hat auf einen, weil da kann man sich eigentlich kaum verteidigen auf dieser Gerade. Aber hier in diesen ersten paar Kurven ist die KI meistens sehr vorsichtig und dadurch können wir hier so gut wie immer vorne bleiben. Palmer ist das gerade ein komplettes Scheißrennen, weil er ist nur 15. im... Okay, nicht im besten Auto, aber in einem der besten Autos. Da kommt er jetzt, Kwiat auch. Oh, ich habe ein bisschen früh gebremst. Kwiat, vielen Dank für den vielen Platz. Jetzt so ein kleiner Switchback vielleicht auf die beiden. Und ja, das sieht gut aus. Wir haben die Innenseite für diese kleine Kurve hier. Und sind vorne. Okay, Kwiat ist der große Verlierer sozusagen. Ich glaube, da hinten kommt schon der Führende. Es könnte sein, dass wir hier überrundet werden. Da hätte ich aber gar nichts dagegen, weil dann müssten wir eine Runde weniger fahren. Das wäre eine Runde weniger, in der uns Julian Palmer hier noch überholen kann. Also, ja, es wäre gar nicht mal so schlecht, wenn... Ist das Alonso? Ich glaube schon, wenn Alonso uns jetzt überrundet. Da kommt Palmer jetzt. Was macht er? Er geht hier innen rein. Okay, neue schnellste Rennrunde von Button. Mal gucken, ob wir nochmal vor Palmer bleiben können. Wir bekommen die blauen Flaggen. Das heißt, wir werden Alonso hier gleich vorbeilassen müssen. Aber wir haben hier halt selber auch unser eigenes Battle. Das ist immer ein bisschen ärgerlich, wenn man dann blaue Flaggen bekommt. Oh, komm, Palmer, mach Platz. Mach Platz. Ich hoffe, dass Palmer so ein bisschen langsamer wird. Genau, und dass wir hoffentlich weniger Zeit verlieren. Oh nein, da kommt Kwiat jetzt aber auch. Das müssen wir jetzt schlau machen. Nicht, dass uns Kwiat auch noch überholt. Oh, das war nicht wirklich schlau. Komplett verbremst. Aber okay, wir haben keine Position verloren und das ist jetzt die letzte Rennrunde für uns. Sehr gut. Und das heißt eigentlich, dass wir diese Position safe haben, weil so viele Überholmöglichkeiten gibt es hier im letzten Sektor nicht. Theoretisch jetzt gleich noch, wenn ich einen schlechten Ausgang aus dieser Kurve bekomme, dann hier beim Eingang ins Stadion sozusagen. Aber Kwiat ist nicht wirklich nah genug dran, um da irgendetwas zu versuchen. Ein letztes Mal geht es hier ins Stadion. Das Feuerwerk geht los für Fernando Alonso, der ein wichtiges Rennen hier gewinnt. Das wird ihm vielleicht die WM-Führung geben, ich weiß es gar nicht. So, die letzten paar Kurven nochmal. Es war nicht das beste Rennen, aber wir konnten unseren Teamkollegen besiegen. Platz 13 ist, denke ich, auch ganz okay. Aber so von der Spannung her war es jetzt nicht so krass. Aber das kennt man ja aus Mexiko, ne? Platz 13 ist, ja, man kann sich jetzt nicht drüber freuen, aber es ist ganz okay, schätze ich mal. Wir konnten unseren Teamkollegen schlagen, wie gesagt. Ich bin gespannt, wie es jetzt in der WM aussieht. Das war, glaube ich, ein sehr, 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 sehr interessantes Rennen, was da die Führung in der WM angeht. Obwohl, nein, wir haben McLaren-Doppelsieg, okay. Das heißt, Alonso hat gar nicht so viele Punkte auf Button gut gemacht, logischerweise. Hamilton war auf dem 3. Platz. Und wo war zum Beispiel Magnussen? Magnussen holt keine Punkte, okay? Das wird ihn vielleicht die WM sogar schon kosten. Mal gucken. So, hier haben wir die WM. Ja, Magnussen ist weg vom WM-Fight. Oh, und zwischen den beiden McLarens liegt nur ein Punkt, was die WM-Führung angeht. Also das ist krass. Und die sind auch nur noch die einzigen, die dort jetzt eine Chance haben, logischerweise. Was geht hier mit uns in unserer Top 10, sag ich mal? Ja, okay, sind das... Ja, 9 Punkte sind das, die wir auf Max Verstappen Rückstand haben. Okay, vielleicht können wir das in den letzten beiden Rennen noch irgendwie holen. Ich weiß es nicht. Das wird aber sehr, sehr schwer. Okay, Ressourcenpunkte, das könnte ordentlich was geben. Ich meine, wir haben alles so, ja, gemacht, was man machen musste in diesem Rennen, sag ich mal. Es war nichts Besonderes, wie gesagt, aber... Ja, ganz okay, schätze ich mal. Dann noch die Rivalität. Dort hat Kimi jetzt endlich gewonnen. Okay, ich hoffe, dass unser nächster Rivale ein bisschen sozialer wird, sag ich mal, als so ein Ferrari. Dann kommt hier noch die Fahrerposition. Dort sollten wir jetzt wieder ganz nach vorne kommen, bis auf 10 Punkte, wenn alles gut läuft. Nein, okay, wir bleiben dort, wo wir waren. Gut, Leute, dann war es das jetzt aber von dieser Folge F1 2016. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal sind wir beim vorletzten Rennen dieser Saison, und zwar in Brasilien. Und ja, danach ist es auch nur noch ein Rennen. Und dann ist die Saison, ich muss sagen, endlich vorbei. Weil es war auf jeden Fall... Eine schwierige Saison, sage ich mal, teilweise so von den Ergebnissen her. Und ich freue mich auf jeden Fall schon sehr, wie ich es schon oft angesprochen habe in den letzten Folgen, auf die nächste Saison. Die wird, denke ich, sehr, sehr spannend. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, beim vorletzten Rennen. Und zwar in Brasilien. Haut rein, bis dann und ciao.